Ausfahrt TV Tuning wird euch präsentiert von Sonax. Hallo und herzlich willkommen zu Ausfahrt TV Tuning Folge 2. Und bevor ich euch gleich diesen wunderschönen Honda Civic Type R vorstelle bzw. zeige ich euch mal den Thorsten. Thorsten, stellst du dich einmal kurz selber vor? Ja, hallo zusammen, ich bin der Thorsten, 69er Baujahr, komme aus Gummersbach und bin auch da geboren und freue mich heute hier bei euch am Bilsterberg das Fahrzeug mal vorzustellen. Ihr hört das im Hintergrund, hier ist gerade Rennstreckenbetrieb, dafür schon mal ein kleines Sorry, aber ich würde sagen, bevor wir über die Modifikation reden, schauen wir uns den Wagen erstmal in Ruhe an. 3, 2, 1, los geht's. Ja, kommen wir zum Thema Felgen. Thorsten, du hast noch die Winterräder drauf, 18 Zoll, ist aber auch schon eine stattliche Größe. Ja, ich komme ja aus dem Oberbergischen und da musste ich jetzt leider für die Wintermonate auf 18 Zoll runtergehen. Normalerweise haben wir hier 19 Zoll in 235, 35, 19 in Bereifung drauf. Ich fahre aber im Winter gern ein bisschen mehr Gummi. Bei uns liegt halt an ein paar Tagen Schnee. Ihr habt noch Schnee, ne? Also ich komme ja aus Bielefeld, wir kennen Schnee nur vom Hörensagen, aber ihr habt da tatsächlich noch Schnee. Dann habe ich halt mal geguckt, sollte natürlich, weil ich das Auto jeden Tag sehe, sollte im Winter auch eine schöne Felge sein. Und dann habe ich mich hier für die OZ entschieden. Das ist meine Lieblingsfelge übrigens. Also ohne Witz, die OZ Racing ist meine Lieblingsfelge. Die kannst du in 19 Zoll aber nicht fahren. Warum nicht? Die passt von der Einpresstiefe nicht und beziehungsweise kommt nicht am Bremssattel vorbei. Leider Gottes, ich hätte sie gerne auch im Sommer, aber geht so nicht. Zum Putzen ist es natürlich... ist eine Quälerei. Man kommt hier nicht so gut rein. Ne? Thema Fahrwerk. Würde ich jetzt direkt überleiten zum Thema Fahrwerk, denn du hast tatsächlich das originale Fahrwerk drin. Warum? Genau, bei Honda ist es so, dass du das Fahrzeug so vom Händler runter auf den Track stellst und losfährst. Mit der Bereifung, mit dem Fahrwerk, das Auto ist gebaut, um direkt loszufahren. Da muss man eigentlich nichts mehr dran machen. Was wir hier natürlich sehen, die Räder stehen relativ weit im Radhaus drin. Da gibt es eine Möglichkeit, mit Spurplatten das nochmal rauszuziehen. Das ist gerade bei den Sommerrädern, die stehen noch ein Stückchen weiter drin als die Rinder. Und kann man was machen. Ist aber nicht nötig, wäre da nur noch Schau. Ja, wäre da nur Schau. Und genau das macht Tuning nämlich aus. Die Sachen verbessern, die man verbessern sollte oder könnte. Ja, und die Sachen, die schon gut sind, die lässt man dann einfach so. Und Thorsten und auch Thorstens Freund, der auch hier ist, der auch einen Honda Civic Type R fährt, ja, der sagt da einfach, das originale Fahrwerk, das fährt so gut. Ja, warum sollte man das denn dann verändern? Ja, ihr wollt sie, ihr kriegt sie. Hier sind die Fakten zum Honda Civic Type R Baujahr 2016. Unter der Haube, da ist ein 2 Liter Turbobenziner. Wir haben 310 PS. Von 0 auf 100 km/h geht es innerhalb von 5,7 Sekunden. Und die Höchstgeschwindigkeit liegt bei Tempo 270. Zumindest ist er damit eingetragen. Thorsten, hast du irgendwas am Motor verändert? Nee, grundsätzlich braucht man im Motor nicht viel machen. So ab Werk macht er eigentlich Spaß genug. Zumindest in den ersten Monaten. Kannst du mir mal erzählen, warum du dich gerade für den Honda Civic entschieden hast? Ich bin lustigerweise 6 Jahre lang Dieseldampfer gefahren, große Suffs von einem britischen Hersteller und stand dann jetzt letztes Jahr vor der Frage, auch im Hinblick auf die kommende Politik, Umweltmaßnahmen und so weiter, was machst du jetzt? Ich wollte auf jeden Fall wieder 400 Newtonmeter haben und habe mir den Markt angeschaut und bin dann zu dem Fahrzeug gekommen. Und hast du es bereut bis dato? Keinen einzigen Kilometer bis jetzt. Das war doch ein schönes Kompliment, oder? Und wir schauen uns jetzt mal das Heck an.
Doch bevor wir gleich zu dem Auspuff kommen, denn da hat der Thorsten was verändert. Thorsten, der Heckspoiler, der ist ja original Honda Civic Type R, aber da hast du ein bisschen was verändert, ne? Genau, in Anlehnung an eine japanische Starfighter-Staffel. Irgendwann in den 70er Jahren, habe ich hier den Schwarzbär, das ist das Staffelzeichen, was normalerweise bei der F-104 hinten an der Heckflosse hängt, draufgeklebt. Das ist die 203, wenn man mal genau hinguckt. Ist das Staffelkennzeichen und die Staffelnummer. Und dieses R04518 ist aber die Nummer von? Die Fahrzeuge sind durchgehend mit Seriennummern aus dem Werk getaggt worden. Und das ist halt hier die Bild 4518. Das ist deine Nummer. Das Dach, das hast du auch gemacht, rot-weiß. Das ist so ein bisschen Nippon-Style, oder? Das ist, genau, das ist die Rising Sun, japanische Kriegsmarinenflotte. Aber passt auf den Jet eigentlich drauf und muss, finde ich, für Japan-Autos. Gut, bei der Auspuffanlage, die sieht aus, was man so sagen darf, fast wie original Honda Civic Type R. Das heißt, optisch hast du gar nicht so viel auszusetzen, aber wahrscheinlich am Klang. Genau, das Fahrzeug, das kommt ab Werk mit einer Auspuffanlage, die ist zwar in Ordnung, aber tonig kommt da so gut wie gar nichts raus. Und deswegen haben wir hier das Ganze mal leicht modifiziert mit einer Remus-Anlage, Upcut. Durchgängig. Und ihr wolltet ihn hören, jetzt kriegt ihr es auch zu hören. Ich würde sagen, 3, 2, 1, Soundcheck. Ihr merkt das schon, hier ist heute eine ganze Menge los am Bilsterberg. Doch bevor wir gleich den Fahreindruck machen, denn den gibt es heute auch, einfach mal ganz kurz Honda Civic Type R. Wir haben hier vorne einen Kühlergrill mit Wabenoptik und ihr seht da schon, eine rote Linie zieht sich hier an. Das ist nicht serienmäßig Type R, sondern eine GT-Linie, glaube ich, oder GT-Styling-Linie. Und darüber hinaus hat der Thorsten noch ein paar mehr rote Akzente gesetzt, nicht wahr? Genau. Wir haben noch ein paar zusätzliche Seitenstreifen plus das Dach und unsere kleinen Bären hinten auf dem Spoiler. Und das hier ist aber auch nicht serienmäßig, das Type-R-Schild, oder? Nein, das ist Edelstahl von einem Kollegen gefräst worden. Gelasert oder gefräst, das ist super. Beim Honda Civic Type-R ist auch noch mal ganz was Besonderes. Die Lufteinlässe, die ihr seht, die sind nämlich tatsächlich auch offen. Die haben tatsächlich eine Funktion. Das ist also nicht nur Show und Shine, sondern die sind funktionabel. Es soll ja den einen oder anderen Hersteller geben, wo das nicht der Fall ist. So, der Thorsten hat mich jetzt endlich eingeladen, noch mal Platz zu nehmen. Und ich sitze auf eng geformten Sportsitzen. Das sind original Honda Civic Type R-Sitze. Ich würde aber sagen, auch längere Strecken dürften damit kein Problem sein, oder? Du kannst problemlos 400, 500 Kilometer am Stück mit dem Wagen fahren. Das einzige Problem ist, du hast vorher kein Benzin mehr. Okay, das bringt mich gut zum Thema. Was verbraucht ihr denn so? Ich bin mit dem Fahrzeug jetzt seit 35.000 Kilometern unterwegs und habe da einen Schnitt von 9 Litern. 9 Liter, aber das ist nicht viel. Nee. Also für die Leistung, wir haben hier 310 PS. Du kannst das Auto auch mit einer 5 davor fahren, du kannst es aber auch mit einer 20 davor fahren. Das liegt ganz allein an dir. An der Gaspedale. Es ist aber durchaus möglich, hier 400, 500 Kilometer maximal, wenn man sich ranhält, zu schaffen. Jetzt optisch im Vergleich zum Honda Civic ist der eher ja ein bisschen nachgeschärft. Du selber hast auch nochmal nachgeholfen hier durch die Edelstahl-Applikation, die dein Freund gemacht hat. Und das hier ist serienmäßig. Ne? Das ist die gleiche Nummer, die hinten auch auf dem Heckspoiler drauf ist. Das ist jetzt quasi die Nummer von dem Auto hier, ne? Das ist die individuelle Seriennummer dieses Fahrzeugs, ja. Und das hier ist auch nicht original. Das ist ein Android-Display? Das Connect, das ist das Radiosystem von Honda. Das bietet aufgrund seines Betriebssystems Android eigentlich die Möglichkeit, wie auf jedem anderen Android-Handy auch, Apps zu installieren, anzupassen entsprechend. Wir fahren jetzt hier gerade eine Torque-App, die uns noch ein bisschen mehr Informationen zum Zustand des Motors und der Ansaugung und so weiter gibt. Das heißt, du hast hier während der Fahrt den Luftmengenmesser, Ladedruckanzeige, Luftdruckanzeige, Temperatur braucht man auch. Benzinfluss und die Voltanzeige. Was kann das Ding noch anzeigen? Du kannst individuell dir GPS-Positionen anzeigen lassen, nochmal Emissionswerte von der Eco dir sagen. Du kannst dir auch von 0 auf 100 einen Track machen.
Hast du schon mal ausprobiert? GPS-mäßig gesteuert, ja. Was probiert, was schaffst du 0 auf 100? Der fährt um die 5 Sekunden bis 6 Sekunden. Also 5,7 ist damit angegeben, das schafft er dann auch. Ist ja auch eine Art von Tuning, wenn man dann im Interieur noch mal ein bisschen was nachlässt. Das ist natürlich jetzt technisch. Wo kriegt das Ding die Daten her? Das kriegt sie direkt aus der Eco. Der ist verbunden über einen OBD2-Stecker, den man einfach hier per Wi-Fi im Auto integriert hat. Und der kommuniziert mit der Eco und gibt es hier über die Applikation ans Radio weiter. Eigentlich eine wunderschöne Sache, weil das Ding ist komplett durchkonfigurierbar nach deinen persönlichen Wünschen. Du kannst hier eckige Anzeigen machen oder Balkendiagramme oder sonstiges. Also Spielerei, nicht unbedingt notwendig, aber schon. Nee, was heißt denn Spielerei? So schnell macht man aus einem analogen Fahrzeug ein digitales Fahrzeug, ein Connected Car quasi und hat dann hier nochmal eine zusätzliche Anzeige. Und jetzt musst du mir nochmal unbedingt das zeigen, was hier passiert, wenn du auf R drückst. Ja, wir hatten jetzt gerade R drin. Ich kann es aber nochmal ausmachen, um es zu demonstrieren. Normalerweise wäre jetzt hier irgendwelche Audioinformationen zum Radio, was gerade läuft. Wenn wir den R-Schalter schalten, kriegen wir oben in der rechten Seite ein neues Display, was uns Ladedruck anzeigt, Öltemperatur, Wassertemperatur und gleichzeitig wird im Hintergrund einmal die Lenkung verschärft. Ich habe eine direktere Lenkung, ich habe eine andere Gaskurve, das Fahrzeug nimmt wesentlich schneller Gas an, bekommt keine Leistung mehr dadurch, aber ich habe wesentlich schneller das Gas unterm Fuß. Und parallel dazu werden noch die Dämpfer hinten ein bisschen härter gestellt, dass das Fahrzeug dann etwas satter auf der Straße liegt. Jetzt hast du die erste Folge von Ausfahrt TV Tuning ja gesehen. Wir haben zwei typische Fragen, die wir immer stellen. Die erste Frage wäre, was ist eigentlich dein Traumauto? Das ist schwierig. Ich habe schon drin gesessen, ein NSX, der aktuelle, wäre ein Traumauto, was aber wahrscheinlich nicht erreichbar ist. Aber gut, ich habe auch schon im ersten Film gesagt, das macht ja quasi so ein Traumwagen ja auch aus, dass er vielleicht so erschwinglich ist, dass es dann halt erst zum Traumauto wird. Mhm. Im Bereich Klassiker, Oldtimer, hast du da irgendwie so einen Favoriten? Ja, da bin ich ganz oldschool und hätte gerne, wenn ich nochmal einen Garagenplatz hätte, einen Golf GTI. Ein Einser. Ein Einser GTI, ja. Die steigen auch gerade immens im Preis. Ne? Ich habe mich da schon mal umgeguckt zwischendurch und wenn man was Unverbasteltes haben möchte, ist es fast schon unmöglich, beziehungsweise sehr, sehr teuer. Aber das wäre noch so eine Kiste, da hätte ich Spaß dran. Analoges Autofahren, wie in den 80ern oder 70ern. Ne? Ein Golf 1 GTI steht bei mir auch ganz oben auf meiner Wunschliste. Aktuell werden die im guten Zustand gehandelt. Um die 20.000 Euro, dann hat man einen guten und da geht es momentan nach oben. Das heißt, wenn ihr aktuell ein bisschen Geld übrig habt, da kann man, glaube ich, noch Geld mit verdienen oder halt sammeln. Gut, und jetzt würde ich sagen, fahren wir mal eine Runde. Oh. Ja, Thorsten, sag mal, so ein Honda Civic Type R, den kriegt man so um die 38.000 Euro. Genau, den gab es damals bei der Einführung in der Nicht-GT-Version um die 34, 35 und das Fahrzeug, so wie es jetzt hier steht, lag bei 38.000 Euro. Jetzt sind wir ja schon ein bisschen gefahren, aber ich finde das Fahrwerk, das ist echt komfortabel eigentlich. Ja, wir fahren ja jetzt auch auf einer harten Stufe, wir können es natürlich auch noch weich machen. Oh ja, das merkt man aber dann auch wirklich, ne? Aber meistens fährst du dann im Sport hier so. Hast du auch direkt dann noch die Gasannahme, die einfach schneller anspricht? Genau. Das Einzige, was ein bisschen störend ist, was ich mir gewünscht hätte bei dem Fahrzeug, ist, dass ich die Funktionen, die über die R-Taste kommen, separat schalten könnte. Weil bei unseren tollen bundesdeutschen Autobahnen ist das A-Fahrwerk mit der Härte teilweise dann schon nicht mehr so sehr angenehm. Also würdest du es gerne individualisieren? Ich hätte gerne die Lenkung und die Gaskurve separat von der Dämpfereinstellung gehabt. Geht nicht, muss man mit leben, aber die Bandscheiben werden dann auch automatisch zusammengedrittelt. Ja, Massage. Oder so, genau. Bei Ausfahrt TV erzählen wir euch auch ein bisschen was zum Fahreindruck. Heute ist Thorsten quasi dafür da. Thorsten, sag mal, Lenkung ist die direkt? Die Lenkung ist in dem Modus, in dem wir jetzt hier fahren, extrem direkt und knackig. Wie ist es bei manuellen Schaltungen? Die Schaltung hier ist ein Traum. Wir haben so kurze Schaltwege, dass man also ohne Probleme sehr, sehr schnell schalten kann. Ja, da sieht man auch schon. Ja, was gibt es da noch zu sagen? Wir haben eine Brembo-Bremsanlage verbaut, vorne gelocht, hinten normal. Die ist ausreichend groß dimensioniert, um das Fahrzeug auch passend zu verzögern. Und ich denke, der Thorsten, der ist jetzt über 38.000 Kilometer schon richtig glücklich damit und wird es auch weiterhin sein.
Ja, danke Thorsten. Und das war die zweite Folge von Ausfahrt TV Tuning. Das war der Honda Civic Type R. Hat euch der Wagen gefallen? Hier unten gerne mal kommentieren. Auch Fragen zum Fahrzeug. Denn ich weiß, der Thorsten, der liest hier fleißig mit. Und da könnt ihr natürlich dann auch mal eure Anmerkungen schreiben. Und wenn ihr auch selber dabei sein wollt, dann bewerbt euch einfach. tuning@rad-up.com. Einfach ein Foto schicken und wer weiß, vielleicht sehen wir uns dann auch schon demnächst hier am wunderschönen Bilsterberg heute bei nicht ganz so sonnigem Wetter, aber dafür hatten wir ein fantastisches Auto, wie ich finde. Und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge, euer Jens. Ciao. Ausfahrt TV Tuning wurde präsentiert von Sonax.